Hallo ihr Lieben, es ist der 1. November 2018 und ich mache mal einen kleinen Regengartenrundgang. Es hat gerade vor ein paar Minuten noch richtig geschüttet hier auf Mallorca. Man sieht es am Boden. Ich habe diese kleine Pause genutzt und ja, ich möchte mal von oben zeigen, wie mein Garten aussieht. Auf der rechten Seite ist mein Kräuterbeet, weil da, wo die grüne Tür ist, meine Küche ist und ich also einfach rauskomme. Da ist Simba auch immer dabei. Und so kann ich meine Kräuter direkt aus der Küche nehmen, wenn ich meine Rohkost zaubere. Dann habe ich unten im Beet ganz wundervoll noch zwei Kohlköpfe, die mittlerweile aufgesprungen sind. Die werde ich jetzt in den nächsten Tagen zu Sauerkraut verarbeiten. Ich hatte aus Spaß vor 3, 4 Wochen noch mal ein paar Samen gesetzt, die beschriftet waren, aber deren Schrift ich nicht mehr erkennen konnte. Ich habe einfach ausgesämt und noch mal ein bisschen in die Erde gesetzt. Wir haben ja hier eine viel längere Gartensaison, weil es ja bis Dezember noch recht angenehm ist, vergleichbar mit Deutschland noch gut. Ich habe noch ein bisschen Salat, ich habe noch ein paar rote Beete Pflanzen. Ich habe auch noch einige jüngere und ältere Paprikas. Hier sieht man die Paprika schön durchleuchten. Die habe ich mir gekauft als ganz kleine Jungpflanze hier auf der Insel. Aber ich habe auch deutsche Paprikasorten hier gepflanzt und man sieht, kleine Frucht kommt langsam. Und weiterhin Kräuter, rote Beete, viele Ranggewächse. Zwischendurch ist auch ein Fenchel gewachsen, meine Rosen. Hier im Beet hatte ich viel zu eng Melonen und Zucchini und sogar Kürbisse gepflanzt. Es ist lustig, weil die Bienen natürlich alles durcheinander bestäubt haben, aber hier ist zum Beispiel noch ein kleiner Kürbis, der wahrscheinlich wie mehrere in meinem Garten auch ein Zucchini-Kürbis ist. Das ist eine sehr interessante Mischung, die sehr zart und lecker schmeckt. Dann habe ich neben meinen Aloe Vera-Pflanzen hier auch noch ein Kürbisbeet. Es war bis vor einem Monat alles voller Kürbisranken mit riesigen Blättern. Wer das gesehen hat auf meinem YouTube-Kanal, ich verlinke das nochmal unten. Das sah wunderschön aus. Und jetzt sind einige der Kürbisse oder auch Zucchini-Kürbisse geerntet. Hier spannenderweise ist eine Pflanze durch den Stuhl gewachsen. Er hat oben einen Kürbis gemacht und unten hängt auch noch einer. Und ich sammle die erst dann ein, wenn tatsächlich das ganze Grün und auch die Nabelschnur, diese riesenlange, manchmal wirklich viele Meter lange Leitung zur Wurzel abgestorben ist. Da hinten im Beet ist auch noch einiges, das unter den Blättern schlummert. Da ist noch ein ganz dicker, mittlerweile glänzender Kürbis. Aber man sieht das auch an der Oberfläche. Das ist tatsächlich so eine Mischung, eine Kreuzung. Aber solange es mir damit gut geht und ich das mag, ist alles fein. Dann habe ich hier hinten meine weißen Auberginen, die Sorte Eisberg. Ich habe schon viele geerntet und hier sieht man das ganz wunderbar, wie schön diese, ja, Buscheier sind. Also mittlerweile, da sage ich immer, das sind Eier, die an den Büschen wachsen. Hier haben wir noch eine kleine Paprika. Die hatte hier nicht so viel Spaß, weil es hier an der Mauer schattig ist. Ich habe es ausprobiert, es war zu schattig. Hier ist nochmal eine Eisberg-Variante, aber längliche Form. Auch sehr spannend. Also die Pflanzen sind zwar von der gleichen Gärtnerin, die mich beschenkt hat mit Samen, aber man sieht, wie unterschiedlich sie wachsen. Übrigens habe ich diese Stühle jetzt hier an meinem Bambusgestell geparkt, weil es so gestürmt hatte die letzten Tage, dass dreimal mein ganzes Bambusgestell zerlegt war und dann habe ich das jetzt gesichert. Hier ist noch eine Gurke, die mit der Aubergine zusammenwächst. Ich hatte ganz, ganz viele Gurken und man sieht hier, sind noch ganz winzig kleine. Also ich bin ja Hobbygärtnerin, ich lasse es einfach wachsen, was abgestorben ist, schneide ich weg. Die violetten Auberginen, die ich hier auf der Insel als kleine Pflanze gekauft habe, die haben am Anfang ganz wundervoll geblüht. Jetzt sieht man, dass immer noch Blüten da sind, aber an Früchten haben diese drei Pflanzen, glaube ich, insgesamt drei Früchte gegeben. Ich weiß nicht, was ich da verkehrt gemacht habe. Vielleicht könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Ich habe den Kanal hier ausgebuddelt. Unten an der Wand habe ich einen halben Meter tief gebuddelt und mit Kompost und Pferdemist und so weiter auch lange gewartet, bis ich eingepflanzt habe, damit die Pflanzen nicht verbrennen wegen des Pferdemistes. Aber wer weiß, ja. Irgendwas war. Dann habe ich eine Chili-Pflanze gekauft. Ich dachte, es wäre eine Paprika. Nix da.
Ich habe mir zweimal den Mund verbrannt, bis ich dahinter kam, dass es keine scharfen Paprika, sondern Chilis sind. Die verschenke ich mittlerweile. Freuen sich meine Freundinnen. Dann bin ich hier gerade an den Kürbissen vorbeigegangen. Man sieht, es gibt sogar noch hier zwei kleine Kürbisse. Wenn die unbedingt wachsen wollen, sollen sie wachsen. Und dieser Riesenkürbis. Ich habe jetzt von diesem, das ist eigentlich ein Butternut. Man sieht aber, es ist keine klassische Sorte, wie man sie im Geschäft bekommt. Super, super lecker. Sehr, sehr fein. Davon habe ich, glaube ich, drei oder vier dieses Jahr geerntet von drei oder vier Pflanzen. Ganz toll. Ja, da sind auch noch zwei, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen reif werden. Bin mal gespannt. Ja, der Zitronenbaum, der hier schon im Garten war, hat jede Menge grüne Früchte. Es ist ja wie immer die Pause so zwischen Oktober und November. Jetzt werden die grünen Früchte langsam reif. Die Reifen sind aber alle abgeerntet. Das heißt, ich darf jetzt im Moment kaufen. Aber ich bin total dankbar, dass ich 10 Monate im Jahr von diesen wunderbaren Bäumen zehren kann. Wie man sieht, es ist jetzt auch endlich mal wieder alles grün. Jetzt kommt der klassische Klee, den man hier in den Gefilden immer hat, wenn es wieder anfängt zu regnen. Meine schönen Steinwege sind schon fast überwuchert. Ich hatte mal versucht, dem Herr zu werden, ist es mir nicht gelungen. Ja, da hier ist noch ein Kräuterbeet mit Thymian und Salbei, winzige Pflanzen, die riesig geworden sind. Ein paar Blühpflanzen habe ich auch, die ich zum Glück über den Sommer habe retten können. Geranien, die Mittagsblume und eine wunderschöne Blume, deren Namen ich nicht kenne. Ich habe überall auch Lavendel, Stecklinge eingesetzt und hier ist meine Lieblingspflanze. Obstpflanze im Garten neben der Zitrone, das ist eine Physalis. Die hat mir auch, ich glaube, 8 Monate lang Früchte geschenkt. Dann hat sie jetzt eine lange Pause gemacht, aber ich habe sie weiter gehegt und gepflegt und man sieht, es kommen jetzt auch schöne Blüten. Der Ursprung ist Ibiza. Ich habe sie von einer Freundin geschenkt bekommen, die auf Ibiza lebt und ja, die hat sich hier sehr wohl gefühlt. Dann gehen wir mal rüber. Meine Rankpflanzen, die den Garten auch im Sommer sehr schön grün machen lassen, das ist der Galán de la Noche. Diese Blume kauft man normalerweise für den Garten als Zierpflanze. Bei mir wächst die wild überall, wenn ich nicht aufpasse. Hier oben ist mein Regenbogenbeet, das so zart angefangen hat und jetzt ist es wild überwuchert. Meine Tomate, die sich selber ausgesämt hat, steht im Rote-Bete-Beet. Und sie hat den Sturm auch gerade so überlebt. Es war fast kaputt, aber ich habe noch ein bisschen was gerettet. Man sieht, sie macht schöne Früchte. Ich bin mal gespannt, wie lange sie das noch aushält. Ich habe hier unten zwei Süßkartoffeln. Ich habe Tagetes gepflanzt. Ich habe wilden Mangold. Und seht mal, wie unglaublich toll der wilde Mangold wieder geschossen ist, seit es Anfang Oktober wieder geregnet hat. Wir haben erst seit 4 Wochen hier im Garten wieder Regen. Alles andere war immer Gießen. So, und dann habe ich hier meine Radieschen einfach mal spaßeshalber austreiben lassen. Und wie man sieht, spannend, ganz tolle Blätter. Also ich habe mal die Blätter in den Smoothie und in den Salat getan. Die sind unglaublich scharf. Ich bin nicht so der Fan von scharf. Aber ich werde die Samen einfach verschenken an Freundinnen. Der Lolo Rosso schießt und ich nehme immer die Spitze ab und packe das in den Smoothie mit ein bisschen Blättern. Ich bin ja da ganz wild zugange mit meinen Smoothies. Ich vertrage sie aber super. Hier zwischen sind auch noch so ein paar rote Beete-Pflanzen. Hier schießt der Asiasalat. Das war auch nicht mein Geschmack, weil er viel zu scharf ist. Aber auch da sammle ich einfach die Samen für die Menschen um mich herum, die gerne scharf essen. Und hier sieht man mal, es ist wieder Schneckenzeit. Viele, viele kleine Schnecken. Manchmal sammle ich sie ab und werfe sie in anderen oder bringe sie an einen anderen Ort im Garten, wo sie nicht so viel Unheil anrichten können. Was aber sehr schön ist, die Kapuzinerkresse kommt wieder, dank des Regens. Hier ist mein Lauchbeet. Zwiebeln und Lauch, wunderschön. Da gibt es sogar noch eine kleine Melone. Da, wo Simba ist, ist die Melone. Kleine, kleine, feine Melone. Keine Ahnung, ob die noch reif wird. Ich lasse sie einfach liegen, beobachte das und freue mich, wenn es so ist. Wenn nicht, ist auch okay. Dann habe ich da hinten noch mein kleines Hügelbeet. Das sind die ganzen Beete hier, die ich aufgeschüttet habe, sind Erde, die ich ausgehoben habe aus dem Garten. Die habe ich ersetzt durch Blumenerde, Gemüseerde.
fruchtbar und hier habe ich ein paar kleine Pflanzen gesetzt. Ja, eine Nelke und ein Wandelröschen und eine wunderschöne Kriechpflanze, eine Harlekinpflanze, ganz toll, kommt nicht. Und hier wird es jetzt richtig grün. Hier war alles tot, es war Wüste im Sommer. Da habe ich noch ein paar Tagetes auf den Hügel gepflanzt. Und jetzt wird es hier ganz viele Chrysanthemen geben, Malven, Kapuzinerkresse, Brennnesseln, Mangold, ja. Also ihr seht, viel los in meinem Garten. Dank des Regens. Meine Kakteen sind umgekippt. Die muss ich irgendwann wieder aufrichten. Aber die haben so lange, dicke Stacheln. Da weiß ich noch nicht, wie ich das machen werde. Dann ist hier unten noch mein Anzuchtbeet. Da sind im Moment noch ein paar Tomaten, eine Paprika. Ja, mal gucken, was davon noch kommen möchte. Und hier ist eine wunderschöne Physalis, die auch Blüten bekommt. Ganz toll. Das ist die dicke Bea. Eine deutsche Pflanze. Ich bin mal gespannt, ob sie hier wächst. Dann habe ich noch Zitronenbasilikum, ganz viele wunderschöne rote Beetepflanzen. Und zwei tolle Paprikas, die auch im Moment noch kommen. Ja. Also ich werde jeden Tag hier noch lange von meinem Beeten zehren können. Ich habe eine kleine schwarze Basilikumpflanze geholt, die ist gigantisch gewuchert. Da esse ich jeden Tag, wenn ich habe fünf verschiedene Basilikas hier, Basilikumpflanzen. Auch die Rosen kommen langsam. Da sind noch ein paar Tomaten. Und auch diese wunderschöne Kriechpflanze, die man am Meer findet, die kann man essen. Die habe ich jeden Tag in meinem Smoothie, in meinem Salat. Ganz, ganz lecker, salzig, sauer. Sogar meine kleinen Chrysanthemen, die zu riesigen Büschen geworden sind, kommen wieder. Nochmal ein Zitronenbasilikum. Jetzt kommt auch wieder der wilde Sellerie. Ich glaube jedenfalls, dass es Sellerie ist. Ich esse den auch. Schmeckt auch. Da sind noch ein paar Feigen. Das ist eine Feige, ein kleines Bäumchen, das aber zweimal im Jahr Früchte trägt. Ob die aber noch was werden, hängt davon ab, ob es noch mal wieder richtig warm wird, glaube ich. Ich lasse noch ein bisschen dran. Ja, das ist mein Garten im Moment. Es sieht wild aus, weil der Sturm echt alles auseinandergenommen hat. Ich räume aber erst auf, wenn der Sturm vorbei ist. Ich räume ja nicht dreimal am Tag auf. So, und hier haben wir dann noch meine größeren Tomatenpflanzen. Die Tomaten sind im Sommer überhaupt nicht weiter gewachsen. Jetzt kommen langsam auch Blüten. Aber ich habe auch das Gefühl, die deutschen Sämlinge, die ich bekommen habe, die deutschen Samen, die sind hier einfach überfordert. Dieses seltsame Gespinst aus Bambusstangen trägt eine Tomate, die ich hier gekauft habe. Das ist eine schwarze Cocktailtomate. Die hatte auch keine Lust. Und mittlerweile kann ich ernten. Jetzt kommen immer mal wieder frische Tomaten für mich. Dann habe ich noch eine Zucchini. Aber ich glaube, die Zucchini ist jetzt auch durch. Meine Zucchinis haben so wundervolle Früchte getragen. Ich bin so, so dankbar. Ja, und ein paar Setzlinge habe ich noch. Mal gucken, ob die jetzt zum Winter noch kommen. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Vielleicht setze ich auch noch ein bisschen Spinat aus. Aber ich habe ja auch sonst viel zu tun. Im November habe ich eine große Tour Bayern, Österreich mit meinen Seminaren. Die letzten zwei Novemberwochen, da hoffe ich, dass meine Pflanzen das bis dahin alle gut überstehen, bis ich wiederkomme und sie wieder pflegen kann. Ich sende euch ganz herzliche Grüße aus Mallorca. Auch wenn das Wetter nicht so toll ist, ich finde es einfach schön in meinem Garten. Alles Liebe, eure Sonja Ari von Staden. Ciao!